Und damit herzlich willkommen zu Let's Play Mario Party Superstars. Mario Superstars ist die aktuelle Nachfolge der Mario Party Reihe, der, ich weiß nicht wann, völlig Nintendo Switch erschienen ist. Und, also Mario Party Superstars und der, ja, ein bisschen so Retro-Feeling wieder zurückbringt und nämlich Maps zurückbringt, die es früher mal gab. Beispielsweise überarbeitete Version von Nintendo 64 Spielbrettern. Dazu muss man sagen, Mario Party zum Beispiel, habe ich gerade nicht. Ja, Mario Party zum Beispiel ein Game, das habe ich wirklich auf der N64 gesorgt. Das war mein erstes Retro-Game, was ich mir damals, wie ich mir in der 8. oder 9. Klasse die N64 als Retro-Konsole bestellt habe, habe ich mir Mario Party 1 geholt und war wild. Mario Party 2 habe ich auch gesorgt, Mario Party 3 ebenfalls. Und die haben einfach gebockt, die alten Tellen. Richtig cool, dass einige von den Maps jetzt überarbeitet wurden und wieder erscheinen. Das ist richtig, richtig cool. Nichtsdestotrotz werden wir irgendwann natürlich auch mal das Original wieder spielen. Das ist ja ganz klar. So, was planen wir für dieses LP? Naja, für dieses LP plan ich, dass wir einfach die ganzen, ja, Maps, die hier anbieten, die ganzen Spielbretter einfach mal machen. Oder beziehungsweise, ja, und dann einfach mal schauen, ne? Das Ganze wird Bock machen und vielleicht machen wir auch noch mal einen Livestream. Wir müssen einfach mal schauen. Alles ist auch so aufgemacht wie das erste Mal Party. Das ist richtig cool. Von der Art her, wie es aufgebaut ist, ist richtig wild. So. Und man kann es mit dem Pro-Controller spielen, Gott sei Dank. Okay. Das ist eine Partycard, die über deine Spielerlebnisse Auskunft gibt. Du kannst sie hier nach Belieben anpassen. Ja, okay, das passt. Ah! Cool, hier kann man überlegen, welches Spiel einem am besten gefallen. Ah. Ich fand die Wii-Teile halt sind auch alles cool. Ach, es gab nur zwei Wii-Teile. Ich gab drei für die N64, vier für den GameCube, zwei für Wii und einen für die Wii U. Schwierig, die beiden Vita-Teile, die waren aus der Kindheit. Aber. Ich glaube, ich bleibe fast beim allerersten möglichst. Aber Partyreihe ist irgendwie auch eine, die ich komplett durchmachen will. Was gefällt mir da am besten? Ich glaube wirklich das allererste. Cool, ich kann auch die ganzen Minispiele sehen. Boah, was fand ich denn da am besten? Panzerschlacht ist cool. Noch mehr. Das Fruchtkopf fand ich auch ganz cool. Ja, irgendwie Grimassen. So. Mario ist jedenfalls mein Lieblingscharakter. So, was auch immer das will bringen will, ne? Oh komm, jetzt passt es aber auch, oder? Gut. Ich dachte, du müsstest jetzt erstmal alles erwachen. Warte, ich will das Spiel! Das ist auch alles, was es will. Offiziell und inoffiziell. Sagst du, dass du allein hier bekommst, ist ein Flashback von früher. Hä? Ich hab das doch gerade gemacht. Was will der jetzt von mir? Ach, muss er doch was machen. Ich will doch keine Erfolge sehen. Okay, das passt. So, bis bald. Aber jetzt kommt wieder der Tod und will, dass sie da reingehen. Nee. Das wäre ja madig.
Hä? Oh Leute. Macht's mir verrückt, jetzt bin ich zurückgegangen. So, das hatten wir jetzt gerade. Und jetzt geht's los. Jetzt geht's. Ja, Halleluja. Das ist wirklich damals jemand eine Sache klar gemacht. Das ist krass. Er hat es angerufen, das gibt's doch nicht. So, natürlich kann ich mich mit dem Spiel regeln aus, ist doch klar. Und ich will Yassi sein. Auch das ist für mich ganz, ganz klar. Mario. Digga, komm auf Yassi. So, wir nehmen nachher unser Team. Yassi auf jeden Fall. Ja, ich hab's einen Schritt weiter gedacht. Luigi. Komm, nimm mal Pete. Das ist noch eine gute. Gute Konstruktion. Ja, normal passt auch. Das ist super. So, ja, und jetzt kommen dann die ganzen. Wie kann man das wissen, den will? Will ich jetzt nicht. Kommen wir einfach mal mit der einen an. Oh, Digga. 30, 45, 60, 65, 90. 30. Bonusstern. Ja, mach mal. Läuterung, komm weg. Handicap. Guck mal, einzelne diese Sternencharakter sind startet. Nee, wir machen das Ganze fair. Oh, cool, da kann man auch wählen, ob nur zum Beispiel N64 oder nur GameCube Minispiele kommen. Alle Arten. So, los geht's. Das ist cool, dass man das Ganze so customizen kann, wie man es halt will. Das fühle ich sehr tatsächlich. Tropical Island. Vor langer Zeit traf es ein Superstar auf diesen Inseln aufgestrandete Yossis. Heldenhaft rettet der Superstar diese Yossis. Die Yossis waren von so viel Barmherzigkeit sehr angetan. Oh, so sehr, dass sie beschlossen zu bleiben, um noch einen Superstar zu warten. Und heute ist die lange, lange Zeit des Wartens vorbei. Wenn ich an der Seite herausfinden, wer der nächste Superstar sein wird. Für euch ist das Warten aber noch nicht vorbei, denn für euch wird es heute sein. Sondern im nächsten Part von Mario Party Superstars. Ich muss erst aufpassen, dass es nicht Super Mario Party nennt. Im nächsten Part fangen wir so an mit dem Spielbrett. Bis dahin, macht's gut. Ja, und ciao.